Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich bin's wieder, euer Paradigma, und heute gucken wir mal, was es mit dieser schreienden Frau auf sich hat. Die sucht anscheinend irgendjemanden und plärt da oben alle Monster wach. Gucken wir mal, was Sache ist. Ihr seht, unsere Quest, unsere Hauptquest ist immer noch Mutterherz, das heißt, ihr habt nichts verpasst. Wir starten einfach nur von einem anderen Ort. Kannst du da hoch? Ja, kann sie. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Ey, die muss endlich aufhören zu plären. Wir sind doch schon auf dem Weg zu dir. Hopp. So, mal gucken. Die macht sich wohl schreckliche Sorgen, aber die darf eigentlich nicht mit uns reden. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. So, unser Auftrag ist klar. Ihren Bruder finden. Der Vergessene. Oh. Ach, komm schon. Wieso machst du das? Kannst du nicht einfach mal am Leben bleiben? Ihr seht schon, wir haben eine andere Rüstung an. Das ist eins der Bonusinhalte der Collector's Edition oder Digital Deluxe Edition. Je nachdem, weiß ich nicht genau. Da sind ja beide Codes dabei. Die kann auch gar nichts Besonderes, die sieht einfach nur ein bisschen hübscher aus als das, was wir bisher anhatten. Es wird aber genug Rüstung geben, die ihr euch selber herstellen könnt. Macht euch da mal keine Gedanken. Wie gesagt, die ist auch nicht sehr viel besser als das, was wir bis jetzt dran haben. Es wird Rüstung geben, die noch sehr, sehr, sehr viel besser sein wird. Begib dich zu... Oh, shit, das sind Plünderer. Bis jetzt sind das echt die fiesesten Gegner. Machen wir es kurz. Wow. Crit. Jetzt müssen wir auf die anderen aufpassen.
Mist, jetzt hast du andere erwischt, aber egal, Crit ist Crit. Alter. Wir uns. Okay, jetzt ist er selber daneben gegangen. Mit R2 können wir kleinere Gegner zu Boden werfen und sie dann mit R1 mit einem kritischen Schlag sofort töten. Sehr, sehr nützlich. Vor allem, weil ich bei diesem Plünderer noch nicht kapiert habe, wie ich die schnell zur Strecke bringe. Ich kann dieses Fernkampfgeschütz ausschalten, aber abziehen tue ich ihn damit nicht besonders viel. Bevor wir hier unsere Pfeile verschwenden, ist es wahrscheinlich einfach günstiger, wir gehen gleich in den Nahkampf. Trotzdem, ich verschwende meine ganze Heilung immer, weil ich irgendwo runterfalle. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Na gut, unsere Heilung ist ja eigentlich relativ schnell immer wieder voll. Ja, das sieht so unglaublich schön aus, auch mit diesem Pollenflug da in der Luft. Ey, das ist unglaublich schön. Ich bereue es auch nicht, dass ich mit meiner PS4 Pro gerade auf einem Full-HD-Fernseher spiele, denn wie gesagt, wir spielen mit zusätzlichen Special Effects. Das kommt euch auch zugute, denn ich denke mal, nicht viele von euch haben bisher einen Ultra-HD-Fernseher. Du wirst mir sicher helfen. Und wir spielen ja wie gesagt auf einem Full-HD-Monitor mit zusätzlicher Leistung und zusätzlichen Grafikeffekten. Irgendwas ist ziemlich laut hier. Ah, okay, da hinten sind Wächter. Da könnte ich hoch, wollen wir aber nicht. Wie hier so die Blätter und so auch noch von diesen Bäumen runterfallen. Echt hübsch. Sehr detailreich. Okay, was haben wir hier? Wächter. Wächter, Wächter. Hast du uns nicht gesehen? Hast du uns nicht gesehen? Ich sollte diese Wächter ausschalten. Ah, der eine hat mich schon gesehen. Deswegen schnell ausschalten. So, okay. Zumindest sind wir schon mal bei seinem Lager. Dann untersuchen wir das mal. Hier können wir ja scannen. Dahinter muss noch mehr stecken. Was sind denn das für komische Püppchen? Untersuche das Lagerfeuer. Kohle, Holz, Asche, kürzlich gelöscht. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. So, hier habe ich schon Blut gesehen. Untersuche das Gebiet. Drücke R1, wenn sich der Zielmarke über... Ach, ernsthaft? Ich habe nichts gesehen. Ah, da. Spur markieren. Okay. So, jetzt müssen wir auch nicht in diesem Modus bleiben. Wir können jetzt einfach der Spur folgen. Sehr gut gemacht. Als Beispiel bei The Witcher zum Beispiel muss man ja immer in diesem Detektivmodus bleiben mit den Hexersinnen, damit man auch sieht, wo es weitergeht. Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Dann markieren wir mal die nächste Spur. Ach, Aloe, bitte, hör doch auf damit. Schaffst du es da wieder hoch? Sehr geil. Aber wir hätten auch einfach unten bleiben können. Da, ein Eimer.
Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Hey, sorry, aber das erinnert mich. Das erinnert mich sowas von an The Witcher Quest. Ich meine, das spiele ich ja zurzeit auch und deswegen fällt es einem irgendwie auf. Aber das ist gut, denn The Witcher Quest sind geil. So. Wir markieren die nächste Spur und folgen dieser. Hallo Hase. Ich brauche Hasenfleisch. Danke. Wir töten einfach alles, was uns über den Weg läuft. Oh, ein Hologramm. Jetzt ist es weg. Okay, der ist da hoch. Und da geht die Spur weiter. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. So, noch ein bisschen mehr Life. Oh! Runter mit uns. Gehen Sie mal los. Er hat uns nicht gesehen, aber weiß, von wo der Schuss kam. Das heißt, der wird jetzt hoffentlich gemütlich auf uns zudackeln. Ja, nichts anderes tut er. Na los, trau dich. Sonst schießen wir dich nämlich einfach so ab. Und vergeuden einen Pfeil. Okay, gut, du willst es nicht anders. Ich wollte eigentlich einen Stealth-Kill machen. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen Zweig. Reinholz zum Pfeile fertigen. Irgendwas trampelt hier schon. Okay, es war bloß ein Wildschwein. Okay, hier haben wir ein Lagerfeuer. Tun wir mal kurz schnell speichern. Okay, und weiter geht unsere Reise. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Vielleicht hat er gar keinen Bock mehr, zu denen zurückzugehen. So, wir markieren die Spur. Bäh, Plünderer, bäh. Okay, wir stürmen einfach rein. Diese Plünderer. Und weg mit uns. Jetzt haben wir dem noch einen rein. Sehr gut, so muss das sein. Und jetzt aus. Aus. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Eigentlich wollte ich bloß das Zeug hier mitnehmen. Heißt das jetzt, wir müssen wieder die Spur markieren? Okay. So, bevor wir die weiterverfolgen, erst noch schnell das Zeug einsammeln. Okay. Was haben wir hier? Sehr schön. Ah, wir werden den Guten schon finden. Jemand hat diese Vorräte geplündert.
Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Müssen wir... Ja, wir müssen wieder der Spur folgen. Dass wir das jedes Mal neu markieren müssen, ist ein bisschen komisch. Vor allem jetzt. Okay, jetzt haben wir die Spur. Och, nein, nein, nein. Boah, bitte, danke. Ah, okay, wir wären eh nicht dabei gestorben. Oder zumindest, wir hätten nicht mal eine Verletzung gekriegt. Was haben wir denn da? Was sind die Vorräte aus dem Lager? Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Vielleicht hat er sich's anders überlegt. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Was zum Teufel? Was geht da oben ab? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein, 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 nein! Nein, bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen. Solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Wann haben wir unseren Namen verraten? An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Naja, nichtsdestotrotz. Ich bin mir nicht sicher, ob die immer so einen Scheiß labert, wenn man diese Herzchenwahl auswählt. Das war gerade ein ziemlicher Blödsinn. Meine Stimme, sie ist sanft. Naja, wen Scherz. Falls ihr die Quest selber schon mal gemacht habt, wird mich interessieren, was passiert, wenn man zum Beispiel die Faust wählt. Springt sie dann runter? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen,
bis morgen, wenn der nächste Part online kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir ein bisschen Feedback und ja, genau, schaltet morgen wieder ein, dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Paradigma.